Wohner gegen Brennecke beim Sprungball. Gilbert gibt den Ball frei und los geht's. McKenzie zurück in der Starting Five für den erkrankten Schneider. Und Krauser, nur noch 6 Sekunden auf der Shot Clock. McKenzie muss den schwierigen Wurf machen, aber das ist so ein bisschen sein Signature Move. Also schwierig, sage ich bewusst, aber er kann es gut. Ja, beeindruckend, wie breit der Frankfurter Kader ist, dass da sogar Profis aussetzen müssen, weil man ja nur 12 Spieler auf dem Bogen stehen haben darf. Solche Probleme hätte Hagen auch gerne, aber der Start gehört auf jeden Fall den Gastgebern, Nas Bohannon. Absolut, der Ball lief jetzt auch schon wieder so locker und das sah jetzt, also lief gut durch die Hände und das sah so locker aus, wie Brennan da rein gecuttet ist. Und sie werden wahrscheinlich ja, nicht den gerade eingewechselten Knauf suchen, sondern das waren jetzt mal verhältnismäßig leichte Punkte für Wohnholz. Ricic, Henry, ah, gut gespielt, nur ein Cat vollendet zum Ausgleich. Guards meint, dass wir nicht, also Phoenix nicht so viel Druck so früh ausüben soll und mehr bis zur Halbzeitlinie zurückgehen soll. Krauser muss jetzt selbst abschließen und trifft. Überlässt den Wurf lieber anderen, aber jetzt muss er es machen. Nee, nochmal der Pass und jetzt Zawrocki. Und der fällt rein. Oh. Dennis Zawrocki. Der kann nicht sein. Und selbst Coast to Coast geht, aber nicht die Punkte macht. Coplin. Wohnholz und Brennecke. Rückstand wieder einstellig aus Frankfurter Sicht. Und der nächste Dreier, wieder ist es Zawrocki. Der erste Versuch müsste das sogar gewesen sein in der zweiten Halbzeit. Ja, und der geht nicht rein. Und Onyedjaka mit dem nächsten Punkt. Ich auch, ich sag mal, belohnt mit guten Aktionen, die er macht. Ja, mit 4 Punkten schon und 2 Rebounds. So, jetzt muss Felix ein bisschen aufpassen. Das Momentum spricht nämlich für Frankfurt. Für Hagen. Das könnte jetzt so eine Schlüsselszene werden, um den guten Frankfurter Lauf in der ersten Hälfte des dritten Viertels zu stoppen. Ja. Und aus dieser Aktion resultieren 4 Punkte. Schon wieder Bohannon, gibt er nicht auf. Zawrocki, er hat am liebsten sofort geworfen, verliert fast den Ball an Coplin. Und Krause für 3 und der fällt rein. Christi Krause geht doch auch in der zweiten Halbzeit. Kann Hagen noch Dreier werfen. Bei Uhlemann. Oh, guter Bodenpass auf McKenzie. Wow. Es sind 3 Minuten seitdem gespielt worden. McKenzie für 3. Legt direkt noch mal nach. Brock McKenzie. Oh, wow. War außerdem Ricic für Coplin, der nach getaner Arbeit nach seinen beiden erfolgreichen Freiwürfen wieder auf der Bank Platz nehmen darf. Hagen führt weiter zweistellig plus 11. Und McKenzie, der ist jetzt heiß. Auf den müssen die Gäste aufpassen, aber er kriegt den Dreier und macht ihn schon wieder. Ich meine, jetzt noch nicht gegen irgendjemanden, gegen die Gleichgroßen, sondern gegen Brennecke und macht das Ding da rein. War der 15. Fehlwurf von draußen für Frankfurt. 0 von 15. Unglaublich. Und wie geht der denn rein von Christi Krause? Versucht den Dreier und im 16. Anlauf klappt dann endlich der erste Distanztreffer für die Fraport Skyliners. Eskalieren lassen wollen, wenn es immer mehr Richtung Spielende geht. Also, dass dann immer rauer gespielt wird. Und Henry mit Foul. Oh, der ist weit. Aber er ist drin. Und er ist weiter on fire, unglaublich. Und natürlich McKenzie, 20 Punkte jetzt auf seinem Konto. Erster Treffer für ihn im Schlussviertel. Auch das jetzt ein wichtiges Zeichen. Und der nächste Stil, der Haken auf Bohannon. Starke Defense, Zawrocki gibt da alles für den Stil. Zeit wieder draufgekommen für McCall. Bei Frankfurt Knauf und Henry für Ajay und Vrčić. Und McKenzie, der Mann des Spiels, Brock McKenzie. Den Wurf nehmen zu können. Und den macht er denn. Und die unmittelbare Antwort von Booker Coplin. Sie gut verteidigt von Coplin. Dafür ist Uhlemann aber frei.
Und Krauser kriegt den Offensiv-Rebound und die Punkte mit Foul. Das waren jetzt mindestens zwei Phasen, wo er extrem wichtig war, sein Lauf. Und von raus ist auch Dennis Nawrocki zum Ende der Kicklern. Ja, der macht auch ein sehr, sehr gutes Spiel. Nur noch ein paar Sekunden, versucht Hagen nochmal einen Wurf. Wird auf jeden Fall zweistellig. Nee. Kein letzter Wurf. Phoenix Hagen gewinnt 85-74 gegen die Fraport Skyliners. In einem hitzigen, aber auch sehr unterhaltsamen Spiel. Am Ende können sich dann die Head Coaches auch die Hand schütteln. Das ist natürlich wichtig. Aber Hagen gewinnt hochverdient gegen Frankfurt. Letztendlich ist es auch ein Startziel-Sieg. Und Glückwunsch deswegen an Phoenix Hagen.